Für günstige und sichere FIFA Points und Coins checkt meinen Sponsor Golda ab. Codename Supersteif und erhaltet 3% Rabatt. Und jetzt geht's ab zum Video. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute möchten wir uns um das wahrscheinlich OP-ste Sturmduo, was es jetzt zurzeit in FIFA 17 gibt, kümmern. Ich muss einfach sagen, absolut kranker Sturm. Ich habe ihn gestern im Stream getestet. Ich möchte euch das Team einfach mal vorstellen. Wer es sehen möchte, wie wir das ganze Ding spielen, ja, könnt ihr es ja gerne nochmal im Stream nachgucken. Des Weiteren, wenn euch das Video gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Doch bevor wir jetzt richtig reinstarten, gibt's was komplett anderes, was komplett Neues. Bis gleich. Denn ich möchte euch heute eine App vorstellen. Zum allerersten Mal auf meinem Kanal mache ich eine Produktplatzierung. Ja, ihr habt richtig gehört, Produktplatzierung. Ich bekomme dafür Geld. Denn, aber, wir können es einfach so sagen. Ich würde es nicht machen, wenn ich es selber nicht nutzen würde, wenn ich es selber nicht hypen würde. Denn Tönser hat mir, vielen Dank erstmal dafür, eine Nachricht geschickt, ob ich nicht vielleicht sogar ihre App vorstellen könnte. Und das werden wir direkt mal machen. Des Weiteren, Tönser hat mir auch diese nette Cap geschickt. Aber ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der wirkliche Cap-Träger, weil wenn ich die aufsetze, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie sehe ich denn damit aus. Ich finde, mir steht es nicht so optimal, deswegen werde ich die, es tut mir leid, Film einfach in den Hintergrund legen. Ich möchte ja nicht wie der komplette Volltrottel hier aussehen. Trotzdem vielen Dank für diese Cap. Leider steht mir das aber nicht. Aber trotzdem, wir schießen direkt mal los. Was ist Tönser? Tönser ist eine Fußball-App, ja, wo wir jetzt sagen können, es ist für euch eigentlich perfekt, denn es bedeutet sozusagen, dass ihr in dieser App immer wieder eintragen könnt, mit Freunden eintragen könnt, wie habt ihr gespielt. Ihr könnt Bilder posten, ihr könnt Videos posten, ihr könnt eure Mannschaft auswählen, Freunde einladen, Ergebnisse posten und. Und das möchte ich euch ganz, ganz kurz vorstellen. Ganz einfaches Prinzip, wenn ihr euch angemeldet habt, könnt ihr auf jeden Fall ganz schnell hier zum Beispiel auf euer Profil gehen. Da seht ihr mich, Chris Schneider, spielt beim VfB Fortuna Chemnitz. Ganz wichtig, wie findet ihr eure Mannschaft? Eigentlich ist es hier so, dass es schon da steht, dass ihr eure Mannschaft suchen könnt. Ihr könnt es aber auch ganz einfach über den rechten oberen Button machen. Geht da einfach auf Mannschaft auswählen. Und da gebt ihr jetzt zum Beispiel den VfB Fortuna Chemnitz ein. Und wenn ihr das eingebt, werdet ihr definitiv eure Mannschaft finden. Ja, da habt ihr von A-Junioren, B-Junioren, C-Union, DE, bis zu den Herrenmannschaften eben, da wo ich gerade drin bin, denn ich spiele in der ersten Männermannschaft, habt ihr sozusagen volle Gewalt, dass ihr eben da auch in irgendeiner Art und Weise dann eure Mannschaft hinzufügen könnt. Des Weiteren könnt ihr natürlich auch euer Profil eben so gestalten, wie ihr es möchtet. Ihr könnt eingeben, welche Position ihr spielt, welcher Fuß ihr seid, wie groß ihr seid und. Des Weiteren, was richtig, richtig geil ist, ihr könnt natürlich auch eure Freunde dazu einladen. Ganz, ganz einfaches Ding, ihr geht links oben hin und dann könnt ihr zum Beispiel, Leon, wie ihr seht, ist auch schon dabei, ihr geht auf den Nachrichtendienst, beziehungsweise ihr geht auf andere und könnt dann sozusagen hier über Facebook und WhatsApp ganz einfach eure Freunde einladen. Ich werde definitiv meine komplette Mannschaft einladen. Ich bin gespannt, wer da alles mit dabei ist. Denn das ist ja noch nicht alles. Ihr könnt dazu noch, was ich relativ geil finde, ja, ihr könnt natürlich gucken, wie ist euer Saisonüberblick, wie habt ihr so gespielt, wie waren eure letzten Spiele. Und dann seht ihr schon, man hat hier eingetragen, dass man hier sozusagen, wie hat man gespielt. Und deswegen sagen wir einfach, ja, wir haben das gemacht, gehen jetzt hier drauf, Ergebnis bearbeiten, ne? Wir haben wirklich 4-1 gewonnen gegen Crossen. Im Übrigen habe ich heute selber noch Spiel. Mal gucken, wie wir das spielen werden. Ne? Das werdet ihr wahrscheinlich auch in dieser App sehen. Denn da werde ich vielleicht was posten. Ne? Könnt sozusagen das richtige Ergebnis hier eintragen. Also die aktuelle Mannschaft, wo ihr wirklich spielt, einfach hier mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr speichert das Spiel. Und das könnt ihr dann so machen, dass ihr einfach hier die komplette Startaufstellung macht. Ja? Ich zum Beispiel habe jetzt auf dem rechten Mittelfeld gespielt. Und habe sogar ein Tor geschossen. Und nicht nur eins. Ich habe sogar 2 Tore geschossen, ja. Und dazu kommen dann eben die ganzen anderen Spieler, wenn ihr Freunde eingeladen habt, da könnt ihr dann sozusagen eintragen und dann könnt ihr dann selber in eurer Liga natürlich schauen, wie hat die Mannschaft gespielt, wer war da gut, wer hat die Performance geleistet. Und meiner Meinung nach ist es eine richtig, richtig geile App. Ich werde sie selber nutzen, mein kleiner Bruder wird sie nutzen. Und Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch sehr, sehr gerne downloaden. Ihr könnt mir sehr gerne folgen. Ich werde hier natürlich auch in dieser App aktiv sein. Doch bevor wir das noch machen, möchte ich euch noch ganz kurz erzählen, wie könnt ihr irgendwelche Sachen posten. Ihr seht es gerade, ich habe eingestellt, dass ich gegen Crossen ein Tor geschossen habe. Das wird direkt angezeigt. Ihr könnt das natürlich auch liken. Des Weiteren könnt ihr jetzt einfach aus dem Fotoalbum hier was auswählen.
Ich werde es gleich mal machen und posten. Und wer es dann sieht, kann es sehr, sehr gerne liken. Ihr kennt das Bild schon von Instagram, denke ich mal. Check super steil, veröffentlichen. Das Bild wird veröffentlicht und ich bin echt gespannt, wer alles von euch dabei tritt. So war das ungefähr, ja, so haben wir ungefähr das Ding gewonnen. Ja, 4:1, richtig souveräner Sieg. Mannschaft natürlich mit dabei. Jetzt gehen wir aber zum Video. So, und da sind wir zurück und da gucken wir uns direkt mal das Team an. Es ist eine 4-1-2-1-2 Aufstellung und ich bin gespannt, wie ihr das Team findet. Ich fand es mega geil, auch im Stream war es richtig, richtig nice. Wir gehen direkt mal rein und fangen an mit unserem Innenverteidiger, mit unserem Torhüter natürlich. Und zwar ist das kein geringerer als Gianluigi Buffon als SBC-Player. Ja, rechts haben wir dann einen absolut overpowerten Rechtsverteidiger, meiner Meinung nach. Und zwar wird das Kyle Walker werden, ne? Und weiter geht's dann in der Innenverteidigung. In der Innenverteidigung haben wir zum einen hier Miranda stehen. Auch wieder, ihr kennt es natürlich von mir, den SBC-Spieler. Ihr könnt natürlich auch die ganz normalen Karten nehmen, wenn ich jetzt ihn mal finden würde. Hier oben ist er doch schon. Ja, den 87er Miranda, neben ihm in der Innenverteidigung spielt dann Manolas. Auch kein richtig, also ein richtig, richtig starker Innenverteidiger. Ich meine, 80 Tempo, 86 Defensive, 82 Physics, sagt glaube alles. Links haben wir dann einen weiteren Spieler aus der Serie A. Und zwar ist das Alex Sandro. Auch für mich ein richtig starker Linksverteidiger, leider nicht der in Form. Aber okay, ZDM machen wir weiter mit Daniele De Rossi. Absolut kranker Beast, also meiner Meinung nach ein richtig, richtig starkes Beast. Und weiter geht's dann rechts oder links im ZM mit Parolo. Und ich muss sagen, Marco Parolo als SBC hat mich auch sehr, sehr gut beeindruckt. Wir können natürlich den Inform nehmen. Im zentralen Mittelfeld haben wir dann Dele Alli und zwar als Man of the Match. Ja, also auch er, 86er Rating, absolut krankes Biest. Im ZOM hat mir eine Legende stehen. Ja, die Legende hatten wir oder habe ich zurzeit nicht mehr, aber habe sie verkauft. Aber ich möchte euch einfach die zwei Teams einfach mal vorstellen. Ihr seht schon, wir hatten Deco spielen. Der hat in 4 Spielen, glaube ich, 3 Torvorlagen und 2 Tore gemacht. Auch ein absolutes Biest. Und jetzt kommen wir zu den 2 OP-sten Stürmer im Spiel. Und zwar haben wir im Sturm unseren Gabby, unseren Agbonlahor und unseren Bent als Food Birthday Karte. Guckt euch diese Werte an. 94 Tempo, 80 Schießen, 80 Physics, 80 Dribbling, 70 Passen und Bent mit 90 Tempo, 85 Schießen, 80 Dribbling, 67 Physics. Und die beiden, die gingen sowas von ab. Ihr könnt es im Stream wirklich nochmal sehen. Unfassbar geiles OP-Team, meiner Meinung nach. Hat richtig, richtig gebockt. Jetzt gehen wir aber zu Team Nummer 2. Dieses Team, was ich euch vorstellen möchte, heißt Domenike und das sagt schon ein bisschen was aus. Ich werde außerdem hier sehr, sehr viele Dream Squad-Spieler mit drin haben. Liegt einfach daran, dass ich sehr, sehr viele schon wieder verkauft habe. Aber trotzdem, dieses Team geht unfassbar ab. Wir fangen direkt mal an im Tor. Ich habe es ja gestern auch im Stream gespielt. Ihr könnt sehr, sehr gerne mal gucken. Und wenn ihr Bock habt, dass wir mal mit diesen Teams irgendwie spielen, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen, vielleicht mal die Weekend League zu zocken oder sonst was. Wir fangen an im Tor mit Thibaut Courtois. Absolutes Biest meiner Meinung nach. Weiter machen wir dann rechts mit Van der Wiel. Auch ein richtig, richtig guter Spieler meiner Meinung nach. Ein richtig guter Rechtsverteidiger. Klar, war früher vielleicht noch ein Stück weit besser. Aber Van der Wiel zum Beispiel haben wir noch drin. Jetzt kommen wir zu 2 Legenden. Und die 2 Legenden haben mir richtig, richtig gut gefallen. Und zwar war das zum einen Charles Puyol. Und zum anderen hatten wir Rio Ferdinand drin. Auch er ein absolutes Biest. Also diese Innenverteidigung war richtig, richtig bombenstark. Hätte ich nie gedacht, Puyol 68 Tempo kommt einem eigentlich gar nicht mal so vor, ja. Weiter geht's dann weiter mit Erkin. Ja, Linksverteidiger natürlich auch von aus der Super League. Auch nicht ganz so schlecht, den haben wir auch noch drin. Weiter geht's dann im Zentralmittelfeld. Und zwar haben wir da einen Man of the Match stehen. Und zwar ist das Talisca. Anderson Talisca, auch er leider schon verkauft, 81er ZOM habe ich als ZM spielen lassen, extrem gute Werte, hat mir extrem gut gefallen. Weiter geht's dann im anderen zentralen Mittelfeld und da haben wir Die drin und Serie Die, auch er ist Man of the Match, ich weiß gar nicht, wo er da ist, hier ist er, Dream Squad Spieler, 82er Rating, absolutes Biest, mittelhohe Arbeitsraten, gefällt mir auch persönlich sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch einen hier drin und zwar ist das ein ZM aus der Super League. Und jetzt bin ich extrem überfragt, wie er heißt. Aber er war von Besiktas. Und ich glaube, nein, das war nicht von Besiktas, oder? Von Fenerbahce. Fenerbahce? Tufan? Ich glaube, das war Tufan. Ja, das war Tufan, den haben wir nämlich noch. Genau, Tufan hier im zentralen Mittelfeld. Er hat zwar nicht die überkrassen Stats. Und es soll eigentlich auch nicht ums zentrale Mittelfeld gehen. Denn es geht eigentlich nur um diese drei hier vorne, ja. Des Weiteren
Da kommen wir jetzt zu. Auch diese drei habe ich nur im Dream Squad. Die haben wir aber alle schon getestet. Es ist zum einen Seydou Doumbia. Auch natürlich als Food Birthday Karte. 94 Tempo, 85 Schießen, 73 Passen, 84 Dribbling, 77 Physik. Absolut krank, muss man natürlich als ZOM umwandeln. Weiter geht's dann hier mit einem weiteren OP-Stürmer. Also dieses Team oder diese zwei Teams, die waren so krank stark. Die waren wirklich richtig, richtig gut. Wir machen weiter mit dem 84er Valentine. 93 Tempo, 83 Schießen, 81 Dribbling, 74 Physik. Und daneben das Biest schlechthin. Auch er spielt in der Super League. Und zwar ist das natürlich Emenike. Emmanuel Emenike, auch er, 84er Rating mit 84 Physis, 91 Tempo, 82 Schießen, 80 Dribbling, absolut krank. Das sind zwei Teams, die wirklich nicht ganz so teuer sind. Man kann natürlich hier das mit den Legenden noch ein bisschen anders machen, indem wir hier eine Schweizer Liga irgendwie reinhauen oder. Also man kann es versuchen, aber das Team gefällt mir richtig, richtig gut. Es hat mega viel Spaß gemacht, damit zu spielen. Und wenn euch diese Teams gefallen, ihr selber diese Teams spielen wollt, dann probiert es mal und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Ich bin raus. Immer smart und sexy bleiben. Euer Chris und ciao.